Hallo und einen wunderschönen guten Tag zu einer neuen Folge von Castlevania Lords of Shadow 2. Und ich glaube, wir nähern uns schön langsam dem Ende. Denn da vorne wartet Alucard auf uns und wir haben eigentlich nur noch einen Akolyten und dann noch Satan zu besiegen. Und das war's dann auch eigentlich. Deswegen würde ich mal sagen, mal gucken, was Alucard so zu sagen hat. He is here. Let's go. Also gut, dann rein da. Ich lasse dir den Vortritt. Nein, willst du natürlich nicht. Der alte Mann muss wieder vorgehen. Egal. Hä? Nee. Ach, hier hoch. Okay. So, was passiert jetzt? Okay. Einfach mal nach unten. Oh, hier ist wieder ein Portal. Okay. Ach nö, Blödsinn. Hier muss ich den Spiegel wieder zusammensetzen. Na dann. Spiegel zusammensetzen. Kein Problem. Hoffe ich mal. Na toll. Ich habe überhaupt nichts, an dem ich mich orientieren kann. Ja, das hier müsste ja mal... Hier irgendwo, ja. Dann sollte... Ist das unten oder oben? Ich glaube, das war oben, wo es spitz zusammenläuft. Komm schon, dreh's. Einmal noch. So, ja. Dann sollte das hier eigentlich mal um 180 Grad gedreht werden. Das sollte dann hier passen, genau. Sollte das hier links oben. Drehen. Einmal noch. So, ja. Das müsste dann links unten sein. Hier rein. Na, danke schön. So, und das ist ja dann wohl logisch, wo das hin soll. Nehme ich genau hier rein. Sehr schön. Und da öffnet sich die Tür. Und irgendwas geht da drin ab, was mir nicht gefällt. So ein roter Wirbelstrahl, der sich gen Himmel neigt, ist nie was Gutes. In the name of Satan, Lord of the Earth, King of the World, I order the forces of darkness to pour its infernal power over me. Let the gates of hell open wide. And from the abyss, greet me as your brother and friend. I order everything to be as I command. My lord. I despise incompetence. I must congratulate you. I confess, I had not expected to see you here. We could share this world, you and I. But you desire to destroy me. I see that now. I'm very well aware of your power, Gabriel. However, I desire to destroy this world. If I cannot rule the world of men, then no one will!
It's time. Stop him before he escapes. Oh Mann, oh Mann, was zur Hölle ist das jetzt für ein Teil? Ach du Kacke. Ja, irgendwie müssen wir nach oben. Und da kommt grüner Scheiß aus den Poren. Ja, toll. Muss ja natürlich extra den Umweg klettern. Aber finde ich eigentlich ganz nett vom Satan, dass er für uns einen Akolytenplatt gemacht hat. Oh nein, shit. Ja, das dachte ich mir schon. Das ist gar nicht so einfach, wenn hier alles bewegt und einfach nur kacke. Egal. Oh nein, 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 nein. So, jetzt können wir weiter. Endlich wieder in der Waagrechten. Sehr schön. Oh. Ja, das musst du mir nicht sagen. Oh Mann, bin ja gar nicht so nah dran gestanden, oder? Machen wir das. So, so sind wir ein bisschen schneller. So, Kette zerstören. Au. Kette zerstören, habe ich gesagt. Na gut. Dann geht's offensichtlich wieder weiter in der Vertikalen. Alles klar. Oh Mann. Das gefällt mir irgendwie gar nicht. Jetzt hoch, 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 hoch. Hier und hier. Na, spring. Und hier, wir sind gleich da, wir sind gleich da. Ja, abwarten. Nicht zu freudig sein. Es geht zwar nur die Welt unter, aber was soll's. Wow, das sind solche Typen. Au. Oh Mann, hier ist es aber gerade ein bisschen abruckeln. So, wir sind wieder voll. Naja, jetzt nicht mehr auf Salz. Oh Mann. Nein, 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 nein. Mann, das ist total verwirrend gerade, wenn sich dieser Scheiß Drache oder was auch immer das sein soll, sich die ganze Zeit bewegt und man dann noch diese Typen hier im Blick haben soll. Au. Ja klar, wie oft noch? Finde ich auch zur Zeit scheiße, dass ich die Kamera nicht bewegen kann. Denn ich verliere die Typen ständig aus dem Blick. So, jetzt sollte nur noch einer übrig sein. Wo ist denn der? Ich sehe ihn nicht. Da ist er. Auch down. So, jetzt können wir jetzt die Ketten wieder zerstören. Ja.
come closer, son. I want to embrace you. I like this body. Let's see what it can do. Oh, da hat Satan anscheinend Alucard übernommen. Oh, gefällt mir nicht. Und ich muss auch sagen, dafür, dass das Teil so riesig war, hat es nicht besonders viel ausgehalten. Wow, hey, hey. Scheiße, genau reingelaufen. Der blockt aber wirklich jeden Scheiß ab, hä? Dann mal zu den Fäusten gegriffen. Ja, wir porten uns natürlich einfach mal. Wow, hey, hey, hey. Ja, reicht ja schon. Dann bekommst du ein paar Granaten auf dem Schädel. Ja, was ist das jetzt? Huhaha. Blockt aber wirklich alles ab, hä? Wie zur Hölle soll ich den treffen, wenn der alles blockt? Na toll. Jetzt zumindest mal einen Schlag. Wow, hey, 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 hey. Ja, klar. Meine Fresse. Ist ja klar. Was denn sonst? Mm. Wow. Mann, ist der Kampf beschissen. Da kann man wirklich nur einen Schlag treffen. Aber dann muss man auch schon wieder weg, sonst kriegt man gleich wieder richtig auf die Fresse. Ach Gott, das macht er wieder den Scheiß. Oh, immerhin mal zwei Treffer. Ist ja besser als gar nichts. Jetzt kommt wieder der Scheiß. Ist da nicht noch irgendwas anderes dann passiert? Natürlich. Komm schon, komm schon. Komm, 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 komm. Oh, nein, nein, nein. Ich hasse es, wenn du das tust. Tja, da habe ich dich vorher getroffen, hä? Ja, mir bleibt nicht viel anderes übrig. Wenn du dich einfach mal so von Satan übernehmen lässt, das ist nicht mein Problem. Oh, das war jetzt mal ein guter Treffer. Ich glaube, ja, schon langsam können wir mal wieder auf die Peitsche wechseln. Natürlich macht er wieder den Scheiß. Dann kann ich gleich wieder aufs Schwert gehen. Auch wenn ich dafür... Na, ey. Dafür Schwert auch nicht mehr viel Energie übrig, muss ich sagen. Wow, ausgewichen. Ja, aber wie soll ich auf die Distanz vernünftig ausweichen? Ja, danke. Ah, diesmal gar keine Schockwelle. Auch wieder keine Schockwelle. Ich glaube, die macht er nur, wenn ich zu nah an ihm dran stehe. Oh, nein, nein, nein. Ja, das hat nicht getroffen, hä? Jetzt kommt wieder Schockwelle. Ja, wusste ich's doch. Oh, wo ist er denn? Ich sehe ihn nicht. Da ist er. Oh, fuu you. Tja, damit hast du nicht gerechnet, hä? Oh, das macht gut Damage. Das macht richtig gut Damage. Und Kügelchen. Sehr schön. Ja, wieder kack geport, hä? Greif mir mal wieder aufs Schwert zurück. Auch wenn ich dafür extra nah wieder an ihn dran muss. Ja, klar. Auf die scheiß Distanz, Junge. Na, ey. Philipp, aus mit dir. Gott, ist der Kampf ein Beschiss. Nein, Schockwelle. Ach, die habe ich jetzt wieder vergessen. Gib mir ein paar HP, Junge. Oh Mann. Ja, was war denn das jetzt wieder? Beschissenes Geporte mal wieder. Na,
Scheiße, drüber springen funktioniert auch nicht so recht, hä? Oh, nein, 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 nein. Jetzt kommt wieder Schockwelle. Na, shit, das ging voll daneben. Ja, von seinem Sturmangriff könnte ich mich ja eigentlich treffen lassen. Denn den kann ich leicht abblocken und er macht anständig Damage. Ja, wir porten uns mal wieder. Dann springe ich einfach mal weg. Ah, scheiße. So, mal wieder ein paar HP bekommen. Wow, hey, hey, hey. When this is over, you'll bow down at my feet. Ja, das gefällt mir so. Was jetzt? X, 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 X. Ah, da gibt's wieder Kügelchen dafür. Sehr schön. Aufladen. Jetzt kommt die Schockwelle. Da kann ich auch von oben auf ihn drauf. Nein, es ging wieder voll daneben. Mhm. Ja, jetzt kommt wieder der Scheiß. Im wahrsten Sinne des Wortes. When this is over, you'll bow down at my feet. Ja, das gefällt mir. Da bekommst du wieder schön was ab. Ah, komm schon. How much punishment can this body endure? Ja, das werden wir herausfinden, wenn ich dich mal platt gemacht habe. Ah, jetzt macht er wieder den Scheiß. Der hat auch wirklich für alles irgendwie eine Antwort parat. Oh, jetzt kommt Druckwelle. Don't hit me, Father. So, was machst du als nächstes? Ach, den Scheiß. Ja, den kannst du dir sparen. Ah, da hätte ich stehen bleiben sollen. Na, ah, geblockt wieder. Was denn sonst? Wow! So, jetzt hat er aber sowieso nicht mehr. Oh, nein, 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 nein. Ah, scheiße. So, erste Phase vorbei. Sehr schön. Ja, klar. Mann, ich komme ja nicht mal anständig dazu auszuweichen. Na toll, ich schätze mal, in die schwarzen Flecken soll ich auch nicht unbedingt reingehen. Ja, wie lange willst du das noch machen? So, kannst du jetzt weitergehen? Ja, das ist gut. Oh, sehr schön. Die Attacke kannst du ruhig öfters machen. Ja, scheiß Gepforte. Ah, wieder Dreck. Sagt er jedes Mal, sobald man ein bisschen näher rankommt. Und das geht auch jedes Mal daneben. Ich glaube, das kann ich mir eigentlich sparen. Fuck, wieso bin ich ausgewichen? Nein, falsche Richtung. Shit. Ja, gleich nochmal. Ja, klar. Scheiß Spammer. Fuck, das war dumm von mir. Wow. Wirklich nur zwei Schläge ist wirklich das Maximum, was man auf ihn drauf kriegt. Und dann will er wieder seinen Scheiß machen, verdammt. Ich darf bei dieser Attacke nicht ausweichen, wobei das halt auch wirklich schwer einzuschätzen ist, wann er die macht. Ja, jetzt können wir mal wieder auf die Peitsche greifen. Ja, was hast du vor? Was hast du vor? Ah, Mann, ey, das kann doch ein langer Kampf werden, wenn das so weitergeht. Weg von ihm, weg von ihm. Ach ja, lass den Scheiß. Ja, das ist gut. Ah, ah, was passiert jetzt? Ach, jetzt macht er wieder den Blödsinn.
Das ist doch scheiße. Ich laufe einfach mal die ganze Zeit so durch die Gegend. Und hoffe einfach mal, dass mich nichts davon trifft. Scheiße. Oh nein. So, bist du endlich mal fertig? Ja, danke. Wow, springen! Scheiße. Ach, holen wir uns mal wieder ein paar HP zurück. Natürlich trifft er mich damit. Fuck. Sehr schön, sehr schön. Was kommt jetzt? Oh, wieder scheiße Welle. Alucard has surrendered to me without reservation. Fuck. Da hätte ich stehen bleiben sollen. Oh Mann, ich sehe überhaupt nichts. Wo ist er denn? Da ist er. Ah, und weg von ihm. Oh, er portet wieder. Wenn er portet, dann ist springen angesagt. Oh, ach, das war die Hand. Die macht er eigentlich selten, muss man sagen. Oh, ne, 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 ne. Fuck, wieso trifft er damit nie? Ach, okay. Wieder mal im Schatten verschwinden, hä? Pop, 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 pop. Mann, ey, der scheiß Nebel hier. Das war jetzt eigentlich gar kein Nebel. Ist, das ist einfach nur aufgewirbelter Dreck. Nein, 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 nein. Wow. Na, natürlich laufe ich genau rein. Ja, mal ein paar Treffer zumindest. Oh, Druckwelle. Ja, das blockt er. So, aber allzu viel hältst du ja jetzt nicht mehr aus. Ja, sehr schön. Na, jetzt kommt der Blödsinn nochmal. Ja, aber einfach die ganze Zeit durch die Gegend ausweichen hat der vorhin eigentlich mal ganz gut funktioniert. Das versuchen wir jetzt einfach mal wieder. Ah, toll. Einer hat getroffen. Ist ja scheiße. Ja, komm, komm, komm. Ja, shit. Darf aber auch wirklich nicht zu überheblich werden mit den Typen. Das bezahlt man schnell mit ein paar HP. Ja, wir bekommen zumindest wieder Energie zurück. Komm, 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 komm. Ah, Wirbelwind. Komm, komm, mach was, mach was. Aber nicht das. Scheiße. Na, komm. Ja, da kann ich ein paar Schläge austeilen. Sehr schön. Oh, greifen wir wieder zur Peitsche. Für den letzten Bisschen jetzt. Komm, natürlich machst du genau das. Oh, spring! Ah! Don't hit me, Father! Komm schon! Es sind ja nicht mehr viele Treffer. Nur noch ein paar kleine Kratzer, die ich dir verpassen muss. It's your son who's suffering. Und was soll ich jetzt machen? Er blinkt gelb, aber okay. What now, Prince of Darkness?
Are you going to kill your son again? I know you, Gabriel Belmont. Your feelings will betray you. You won't kill your son to destroy me. You don't know me, Satan. Father, the sun is rising. It's time to go. What happens now? Who knows what fate has in store? Okay, das war's dann mit Castlevania Lords of Shadow 2. Alles klar, haben wir Satan mal anständig in den Arsch getreten. Also richtig tief hinten hinein. Oh ja. Aber, ja, was sage ich zu dem Spiel? Ich meine, ich kann die schlechten Kritiken, die es anfangs bekommen hat, in gewisser Weise nachvollziehen. Denn wenn man es mit dem ersten Teil vergleicht, dann macht es ein paar Sachen einfach, sagen wir mal, dämlich. Aber naja,
sagen wir mal, was war gut? Ich fand mal, also Sounds und Synchronsprecher, die waren richtig gut, finde ich. Ich meine, bei den Synchronsprechern habe ich ehrlich gesagt nichts anderes erwartet, wenn da solche Leute mitsprechen wie Dings, Bombs, Dings. Wie ist er nochmal? Na, der Captain von Star Trek, Patrick Stewart, der ja Sobek gesprochen hat, und Robert Carlyle hat Gabriel, also aka Dracula, gesprochen. Und ja, die haben den Job schon richtig gut gemacht. Was fand ich noch gut? Kampfsystem war gut, auch wenn ich mir dabei ein paar mehr Waffen gewünscht hätte, also für die Hauptwaffe. Noch ein paar mehr Variationen, weiß nicht, da hätte man Dracula ruhig mal eine Sense oder irgend sowas in die Hand drücken können. Hätten ein paar mehr Waffen sein können, aber sonst war das Kampfsystem vollkommen in Ordnung. Was war noch gut? Story war richtig gut, habe ich das gerade schon gesagt? Nee, habe ich nicht, oder? Ich weiß es nicht mehr. Ich sag's halt nochmal, Story fand ich auch gut, die hatte mittendrin ein bisschen einen Hänger. Aber die hat dann zum Schluss hin wieder richtig Gas gegeben, das fand ich gut. So, was ich aber nicht so gut fand, war zum ersten Mal, dass sie, der erste Teil, der war ja noch ziemlich linear. Und hier hatten sie jetzt diese Open World. Ich finde aber, das war keine gut gestaltende Open World. Die Welt war mir persönlich viel zu unübersichtlich. Ich hatte keine Lust, diese Welt zu erforschen, um ehrlich zu sein. Ich bin auch einfach nur schnurstracks den Missionspunkten hinten nachgelaufen und die abgearbeitet. Aber ich hatte keine Lust, hier jetzt rumzulaufen und mir Applikatoren oder andere Collectibles zu suchen. Da hatte ich in dieser Welt wirklich keinen Bock drauf. Das war mir zu unübersichtlich. So, und was war noch? Ja, die Schleichanlagen, was ja ein großer Kritikpunkt waren in alle anderen Kritiken. Ja, die waren ein bisschen... Naja, das war auch eine Sache, die ich nicht so ganz nachvollziehen konnte. Ich meine, am Anfang, als Alucard noch schwach war, ach, nicht Alucard, Dracula meine ich, als er noch schwach war, da kann ich es nachvollziehen, aber zum Ende hin jetzt, da hätte der die Wachen doch locker wegkloppen können. Aber nee, da muss man wieder unbedingt drum rumschleichen. Aber naja, was soll's. Ja, es soll ja jetzt auch noch ein DLC kommen, in dem man Alucard dann spielt. Ob ich den mache, weiß ich noch nicht. Muss ich mal schauen. Mal schauen. Einfach mal schauen. Mal schauen. Aber naja. Das war's dann eigentlich. Und was würde ich dem Spiel jetzt geben? Ich meine, keine so gute Wertung wie im ersten. Ich fand jetzt so manche Kritiken, die gaben ja so 40er, 50er Wertungen her. Das finde ich ein bisschen übertrieben. Also so schlimm ist das Spiel jetzt nicht. Aber ich würde sagen, so eine hohe 70er Wertung. Also 78, 79, vielleicht auch eine niedrige 80er. Ne, bleiben wir bei einer hohen 70er. Das ist bei dem Spiel schon drin. Auch wenn man dabei ein bisschen beiseite rücken muss, wie verdammt gut der erste Teil eigentlich war und der zweite hier jetzt dann... Naja. Frage ist eigentlich, warum das so gekommen ist. Ich meine, zumindest Sachen, die ich gelesen habe, war unter anderem, dass ja beim ersten Teil war ja noch Hideo Kojima daran beteiligt, als so eine Art, wie sagt man am besten, er hatte so einen leitenden Überblick über das ganze Projekt vom ersten Teil und hat das so in die richtigen Bahnen gelenkt. Ja, beim zweiten Teil war er jetzt nicht mehr dabei und das merkt man auch, muss man sagen. Ich meine, Hideo Kojima, für alle da draußen, die der Name nicht sagt, das ist der Mann hinter Metal Gear Solid. Das merkt man schon, dass da im ersten Teil seine Handschrift drin war. Aber naja, war trotzdem ein schönes Spiel, sag ich mal. Und ich würde sagen, Vollpreis jetzt nicht unbedingt, aber wenn es mal günstiger ist, um so 30, 40 Euro, da kann man sich das dann ruhig reinziehen. Hat ja auch eine anständige Länge, was hat das jetzt gedauert? 15 Stunden sowas, also das geht schon in Ordnung. Also eine hohe 70er Wertung kann man hier als Wertung ruhig dalassen und... Damit sage ich, ist dieses Let's Play am Ende fix aus finito. Und ja, wir sehen uns dann bei... Was mache ich als nächstes? Ich weiß es noch gar nicht. Muss ich schauen, was es noch so gibt. Was gibt es denn? Ach ja, es ist ja... Die zweite Episode von Bioshock Infinite von Buried at Sea ist ja schon erschienen. Die könnte ich machen. Ja, das wäre, glaube ich, ein Plan. Ja, das könnte ich machen. Na gut, also bis dahin... Wir sehen uns dann, glaube ich. Ich glaube, ich habe mich jetzt schon entschieden. Wir sehen uns dann bei Bioshock Infinite. Ja, tolles Wort.
Na gut, und bis dahin sage ich dann Tschüss, auf Wiedersehen und man sieht sich.